In einem wunderschönen Talkessel von Dorn, wie in einem Paradies an der Bregenzer Ach gelegen, liegt das Gut Bozenau, eine Oase umgeben von Wald, Blumen und Wiesen. Die Zeit, die scheint hier stillzustehen. Über 100 Nutztiere haben hier aber ein neues Zuhause auf einem Bauernhof gefunden und dürfen in artgerechter Haltung einen Lebensabend in Würde führen. Eine große Aufgabe für den Verein Tierhilfe Vorarlberg, denn es braucht täglich ein großes Engagement, um die Arbeiten am Hof zu verrichten. Eine Generalsanierung und die bauliche Erweiterung waren der Grund, um Freunde, Mithelfer und alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür einzuladen. Das Wetter war traumhaft schön und deshalb folgten auch zahlreiche Tierfreunde der Einladung. Unter den Gästen war auch der Obmann des österreichischen Tierschutzvereines, der sich ebenfalls ein Bild vor Ort machen wollte. Ja, den österreichischen Tierschutzverein gibt es schon seit 1890, ist in ganz Österreich tätig. Wir betreiben unsere sogenannten Assisi-Höfe, wo wir gerettete Tiere aufnehmen. Und so haben wir vor ein paar Jahren auch hier diesen Hof unterstützt, als er übersiedeln musste und hier neu aufbauen musste. Es ist sehr schön und es ist sicher noch einigermaßen ausbaufähig. Ein Ziel von uns wäre, dass wir uns auflösen können, weil es keinen Tierschutzverein mehr braucht. Die Feier begann dann mit der offiziellen Begrüßung. Rudi Längle als Obmann des Vereins Tierhilfe Vorarlberg übernahm die ersten Worte. Er betonte, dass aus einer Privatinitiative der zweitgrößte Tierschutzverein Vorarlbergs gewachsen ist. Mit dem Gut Bozenau ist ein Begegnungszentrum für Mensch und Tier entstanden, das sich aber natürlich noch entwickeln darf. Von Seiten der Vorarlberger Landesregierung war Landesrat Erich Schwärzler vor Ort. Auch er zeigte sich begeistert von der Initiative in Dorn. Das Gut Bozenau hat man in einer herrlichen Landschaft, eingebettet in der Natur, gut entwickelt. Hier erleben wir so diese Beziehung Mensch, Natur, Tiere auf Du und Du. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich. Wie ist der Umgang mit den Tieren? Hier gibt man auch Kindern die Möglichkeit, Tiere vor Ort zu erleben, nicht nur im Bilderbuch, sondern auch vor Ort zu erleben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, um dadurch auch diese Zusammenhänge zwischen Mensch, Natur und Tier auch in den Vordergrund zu rücken. Was Gut Bozenau braucht, ist sicher viele Menschen, die das mit unterstützen, was auch mitgetragen wird. Dann kam es zur Segnung der Stallungen. Pfarrer Kaspar Hammerer sprach konkret die Beziehung zu den Tieren an. Leitstute Linda ließ sich dies nicht zweimal sagen und überprüfte alles sehr genau. Nachdem die offizielle Begrüßung und Segnung dann abgeschlossen war, durften die Stallungen und das Gelände besichtigt werden. Für die Besucher ein absolutes Highlight, die Tiere aus nächster Nähe zu betrachten und das tägliche Leben am Bauernhof mitzuerleben. Vielen Dank für das tolle Echo. Die Tierfreunde haben sich eingestellt. Und uns war wichtig, dass man ihnen zeigt, was ist bisher geschehen. Und jeder sieht, dass aus diesem Einoterhunger ein ganz tolles Paradies wird. Wir sind noch nicht am Ende, aber jetzt haben wir einen ganz großen Teil präsentieren können. Und wir hoffen, dass uns die Fans treu bleiben. Und es wird sicher bis in 2-3 Jahren wird alles komplett fertig sein. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Man wird halt nicht jünger. Und ist natürlich mit jedem Stück, was man weiter herbringt, ist man froh und freut sich auf den Normalbetrieb, ausschließlich den Normalbetrieb, wenn der dann möglich ist. Bei gemütlichem Beisammensein ließ man den Tag dann gebührend ausklingen. Auch viele fleißige und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer feierten den besonderen Anlass. Gut Bozenau ist uns ein Anliegen, das wir sehr von Herzen unterstützen, ideell und auch finanziell. Das ist ein ganz großes Anliegen von uns, und zwar, dass von der Jugend auf, von den Kindern auf schon Tierschutz in die Menschen hineingepflanzt wird. Die alten Leute, die sind schon vom Tierschutz begeistert, aber die Jugend sollte mehr dazu bewogen werden. Ein ganz besonderer Tag am Gut Bozenau in Dorn neigte sich dann dem Ende zu. Die Arbeit mit den Tieren wird aber auch in Zukunft mit viel Herzblut weitergeführt. Alle Informationen zum Verein Tierhilfe Vorarlberg und dem Gut Bozenau in Dorn findet man unter www.gutbozenau.at. Also wir wünschen dem Rudi Längle auf dem Bozenau ganz viel Glück im Tierhof und dem ganzen Team also viel Erfolg und dass er viel Spenden einkommen. Das wünsche ich mir ganz von ganzem Herzen und alles Gute und einfach viel Erfolg. Und also die Tiere sind auch, glaube ich, ganz glücklich und sehr gut aufgehoben.